Einen wunderschönen guten Morgen, 5. Dezember. Sehr, sehr fein, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute um ein wichtiges Lebenselixier, Strom. Und dieses Wandladegerät von Satechi, das bietet euch 100 Watt. Die kommen aus 2 USB-C-Ports und einem USB-A-Port. Und hinten kommt einfach Strom rein. Das ist ein relativ kompaktes Ladegerät, dank GaN-Technologie. GaN ist richtig, ja. Das heißt, ein bisschen effizienter, bisschen schnelleres Aufladen und kleinerer Formfaktor. GaN will man aktuell so als Technologie in seinen Ladegeräten verbaut sehen. Das wird handwarm in der Benutzung und es teilt sich den Strom. Also wenn ihr nur ein USB-C-Kabel anschließt und das USB-C-Kabel muss natürlich entsprechend Power Delivery liefern, dann bekommt ihr 100 Watt, beispielsweise für so einen Laptop. Und wenn ihr zwei anschließt, dann teilt sich das. 60, 30. Und dann bleibt immer noch ein USB-A-Port, beispielsweise für so ein älteres Apple Watch-Ladekabel. Das ist so ein typisches Wandladegerät, was man auf den Tisch stellt. Weil es hat so kleine Füße, die sind ganz nett und da rutscht es dann nicht. Also es ist wirklich so eine kleine Nettigkeit, die es schreibtischkompatibel macht. Das ist so ein Ladegerät, das man gerne mitnimmt. Das ist nicht das kleinste seiner Art, aber es ist klein. Es ist relativ kompakt und es erfüllt eigentlich alle Bedürfnisse, die man so hat, wenn man so einen Laptop dabei hat oder so ein iPad, ein iPhone und eine Watch. Weil Strom ist ja so ein Thema. Laden muss schnell gehen. Und dann muss man kurz und schnell laden, anstatt lange und häufig. Und dann ist Strom kein Problem, wenn ihr so mehrere Geräte mit euch rumschleppt. Wenn ihr nur ein Gerät mit euch herumschleppt, dann braucht ihr kein Ladegerät, was 3 Ports hat. Aber dieses hier ist so ein typisches Ladegerät, was ich sagen würde, das stellt man sich in die Bibliothek, wenn man da irgendwie den ganzen Tag sitzt. Und das nimmt man auf kleine Reisen mit. Das wird allen Bedürfnissen gerecht und spart dann die ganzen anderen Ladegeräte, die man von seinen Geräten sonst hätte. Kam schon in 2020, aber ist immer noch up to date. Da macht man nichts falsch. Was so eine kleine falsche Implementation ist, meines Erachtens, ist, es hat so ein blaues Licht. Das sieht man jetzt nicht, weil kein Kabel steckt. Aber sobald Strom hinten angesteckt wird, leuchtet ein blaues Licht. Das ist natürlich ganz nett, um zu sehen, okay, dieses Netzteil hat Strom. Aber es nervt halt auch. Blaue LEDs sind nicht so schön anzuschauen. Das ist die einzige Fußnote, die ich gefunden habe an diesem Ladegerät, das ansonsten eine exzellente Empfehlung ist. Vielen Dank fürs Zuschauen am heutigen Tag und wir sehen uns morgen am Montag, den 6. Dezember, bereits wieder.